Moin Leute, Rio hier. Ein kleines Shop-Update zu Patch 1.0.6. Wir haben einmal das Paket mit der Todeskrönung, was ich ziemlich sick finde. Schaut richtig nice aus. Dann gibt es einmal den Königsmachthammer, was ich auch richtig geil finde. Dann haben wir noch einige Farbstoffe. Modes bin ich mir gerade nicht sicher, da bin ich aber auch komplett raus. Bei den Rüstungsskins haben wir den Skin Narrenfreude, was auch mega cool ausschaut, aber ich finde den anderen Skin irgendwie doch nochmal ansprechender. Sonnenhof-Insignien finde ich auch ganz nice. Muss ich aber sagen, ähnelt dem, wie heißt hier, Obhutes Schicksalsset in gewisser Art und Weise. Todeskrönung hat man schon. Der Rest ist da dann schon dabei. Dann haben wir die Achsenböse Tyrann. Finde ich auch nice. Wahrscheinlich einfach, weil das alles in Gold gehalten ist. Für den Bogen. Der schaut sick aus. Endlich mal ein Bogen-Skin. Dann nochmal ein Zepter. Da erkenne ich den Skin nicht wirklich, was ich schade finde. Also dafür würde ich jetzt nicht unbedingt das Geld ausgeben für den Königsgriff. Königsmacht hat man vorhin, Ritterlichkeit. Finde ich, schaut okay aus. Da ist das Schwert mir einfach zu kurz, muss ich sagen. Also, ja, yeah, I don't know. So. Schild wiederum schaut nice aus. Das müsste es dann erstmal gewesen sein. Behausungsgegenstände. Gibt es den himmlischen Hasen? Und den Königshof. Finde ich nice. Wer sich da sieht, kann das gerne holen. Ich brauche es jetzt aktuell nicht unbedingt. Werkzeugskins. Ist auch neu. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, eure Werkzeuge dementsprechend einmal anzupassen. Sieht sick aus. Ob sich das lohnt für die Dauer, wo man die sieht, ist halt fraglich. Aber hey. Schauen wir mal, ob wir die Angel komplett draufpicken. Muss ich aber sagen, da gefällt mir irgendwie das andere Set mit dem Blau besser. Company-Wappen gibt's nichts Neues. Genau. Das dürfte es gewesen sein. Ich werde mir mal direkt hier die Todeskrönung holen, weil ich finde das schon einfach mega sick aus. Und bei den Waffenskins werde ich mir wahrscheinlich auch, also auf jeden Fall den Bogen holen. Den Hammer.
Ich weiß nicht, ob ich das Schild mir holen soll, weil ich aktuell nicht wirklich tankig unterwegs bin. Ich werde mal für nochmal das Zepter holen. Und dann mal schauen, was es ansonsten noch für mich gibt. Was mir dann noch gefällt. Wahrscheinlich werde ich mir nochmal die Axt holen. So schaut das Ganze dann aus. Ich finde es sick. Und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. In dem Sinn. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Rio. Ciao.